Scheiße, dass man das aufmachen muss. Ihr bleibt einfach alle auf, damit ich immer sehe, ob da was drin ist oder nicht, ja? Danke. Der Müll bewegt sich. Eine Motte. Oder sowas in der Art. Wer tut bitte Batterien in ein... Oh, das ist echt Batterie drin. Warum ist die so... Gut, da war irgendwas Schwarzes. Ich habe es nicht genau gesehen. Super. Warum hört sich das an, als würde meine Taschenlampe gleich ausgehen? Warum bist du durch den Boden gefallen? Hier ist irgendwas Schwarzes. Ich glaube, wir gehen besser. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hallo, jemand da? Keine Antwort. Surgery Room, sind wir nicht da am Anfang gewesen? Ja, wir gehen hier wieder schnell raus. Das ist nicht so cool. Okay, es gibt ja eine Map. Wir versuchen, sie zu lesen. Irgendwie. Somebody. Das ist ja interessant. Somebody Lantern marked. Objective. Okay, ich habe keine Ahnung. Warte mal, sind wir hier lang gegangen laut der Karte? Nein. Okay, genau. Das ist richtig. Down the rabbit hole. Cute. Er ist im Wunderland? Kann ich nie im Leben bewegen. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Okay, ich muss jetzt immer auf die Karte gucken. Wenn wir jetzt weitergehen und dann am Ende sollte doch irgendwie noch was sein. Wo wir noch nicht waren. Genau, und jetzt können wir entweder rechts, die erste oder die zweite. Das war versperrt auf jeden Fall. Da auch. Was ist das hier? Hard Candy. Die Decke ist eingestürzt. Was ist hier nur passiert? Raus! Raus. Da war irgendwas. Stehe nicht so ganz. Was ist das? Ah, eine Kiste. Kann man da rein und sich verstecken oder was? Zero Cola. Schön. Okay, ich versuche auf jeden Fall nochmal die erste rechts. Batterie, super. Die Batterien sind echt super hilfreich. Okay, hier sind nur so kleine Räume, die eh Sackgasse sind. Lockpick habe ich nicht, sorry. Was ist das? Keine Ahnung, was das für Räume hier alles sind in diesem Krankenhaus. Ich weiß nur, ich bin fast beim Objective angekommen. Gut. Oder halt auch nicht, je nachdem, was uns erwartet.
Heißt das so viel für mich wie verschwinde? Schnellstens? Ich glaube ja. Warte mal, wo sind wir jetzt? Auf jeden Fall sind wir jetzt falsch. Dann gehen wir nochmal zurück. Das ist richtig? Es wird irgendwo hier auf jeden Fall sein. Ein kleiner Stoffhund. Es sieht aus wie du. Animal Service. Man kann die wegjagen. Warum kommt so überall Blut aus den Dingern raus? Du kannst den haben, den du willst, aber es gibt so viele. Ich kann mich nicht entscheiden. Du musst dich nicht heute entscheiden, wenn du nicht bereit bist. Das geht zu schnell. Nein, nein, ich bin bereit. Ich brauche nur ein bisschen länger. Nur keine Eile. Wir haben den ganzen Tag geöffnet. Warum was? Und Kätzchen da. Aber wollte ich das? Kann man die einsammeln? Das ist nicht dein Ernst. Gut, den habe ich auf jeden Fall nicht eingesammelt. Arme Kätzchen. Oh, warte mal. Warum zur Hölle kann man... Was ist das? Have a good day, be happy. Hot Candy. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier draußen bin. Okay, purer Zufall, aber was ist das? Wollen wir es wissen? Hast du ihn gefunden? Nein, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist eine große Entscheidung. Warum schläfst du nicht eine Nacht darüber? Du kannst morgen wiederkommen. Wohin nimmst du ihn mit? Oh. Naja. Das Geld ist ziemlich knapp. Wir können sie nicht für immer behalten. Wir müssen Platz für neue Hunde schaffen. Nein, 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 auf keinen Fall. Ich adoptiere ihn. Du hast spitze Ohren. Ich werde dich Anubis nennen. Du meinst, wow, wow. Oder kommen wir gerade in die Erinnerungen von jemandem, der diesen Hund adoptiert hat? Du bist mein Dog. Amy, komm schon. Lass uns Mom finden. Sie sich nicht erinnern konnte. Also Zeichnungen an der Wand hier. Ah, ich habe keine Taschenlampe mehr. Warum, weiß ich nicht. Aha, da begleitet irgendjemand dieses kleine Wesen. Irgendwas unmenschlich aussehendes, dieses kleine Wesen. Zur Schule? Zum Haus? Weiß ich nicht. Zur Familie? Wahrscheinlich Mutter, Vater und Ethan. Sieht aus wie ein Junge mit den spitzen Härchen. Ah, gut. Habe ich ein Objective? Habe ich gar nicht. Ich muss Mutter finden, oder? Keine Taschenlampe. Wie rüste ich die denn aus? Flashlight. Keine Ahnung, geht nicht. Dann speichern wir.
Meckern ist immer gut. Ich glaube, wir werden noch oft sterben in diesem Spiel. Ganz böses Gefühl bei der Sache. Was war das? Oh nein, es sind schon wieder diese Monster. Wir können uns hier verstecken. Das Monster sieht genauso aus wie diese Zeichnung auf dem Kinderbild. Was war das? da ist mein Leiter, aber wo ist denn meine Taschenlampe? Noch kein Mensch? Ich glaube, wir sollen die Mama finden, ne? Mein Teddybärchen. Warum sind einfach alle Türen verschlossen? Bitte, wir können durch diesen Schacht. Ach komm schon, du großes Baby. Sei ruhig, wir wollen doch nicht, dass sie uns finden. Folge mir, Amy. Anubis, Amy, ja, ich weiß auch nicht. Anubis, ja. Komm, spiel mit uns. Big no-no. Big, big no-no. Very big no-no. Fühle ich glaube im Kreis. Ich habe diese Bilder schon irgendwo mal gesehen. Huch. Hier waren wir anscheinend schon. Oder etwa nicht. Nee, waren wir noch nicht. Mag das nicht, dass es so dunkel wird? Nicht gleich tot? Gott! Ich versuche gerade ernsthaft davor weg zu laufen. Wo soll ich mich denn verstecken? Endlich haben wir was gefunden zum Verstecken und dann ist es auch schon vorbei. Finde eine Taschenlampe. Find ein Doktor? Finde einen Doktor? Ich dachte, die Mama. Wo sind denn die Pediatrics? Ist jetzt natürlich die Frage. Der Doktor steht irgendwie nicht drin. Was soll das da auf dem Boden? Ach, okay. Keine Ahnung. Gut, dass wir da nicht durch müssen können. So, hier bin ich eben durchgerusht, einfach, wenn ich richtig liege. Hey, das sind die Bärchen wieder. Ah, es ist verschlossen. Pädiatrischen steht nach rechts. Wenn wir mal nach rechts gehen. Gibt es hier auch eine Wegbeschreibung? Nach rechts, okay. Hört auf, ihr komischen Stimmen. Hört auf! Nach rechts. Ich folge jetzt einfach diesen Dingern auf der Wand. Ach du Scheiße. Aus Prinzip verstecke ich mich hier. Da geht's nicht weiter. Das heißt, ich muss einen Umweg finden.
die Frage, wie komme ich da jetzt anderweitig hin? Okay, lass mich mal schauen. Wir sind hier. Und da unten ist versperrt. Da müssten wir eigentlich durch. Das heißt, da vorne die Türen sind auch zu. Sonst hätte man sagen können, man geht vielleicht durch einen Nebenraum oder so. Wenn ich jetzt rausgehe... Dann hier. Jetzt direkt rechts oder was? Naja, komm schon gerade hier. Hier? Okay, dann bin ich mal in so einem kleinen Nebenräumchen. Eine Notiz haben wir gefunden. Huch. Farm. Ich bin neben der Farm von meinem Opa aufgewacht. Ein bisschen Nostalgie ist über mich gekommen, aber irgendwas ganz tief in meinem Bauch hat mir gesagt, dass es nicht die Farm ist, die ich in Erinnerung habe. Da kommt gerade der Heli. Das ist ein bisschen laut. Wir warten kurz. Eine Battery! Ja, der Heli kommt direkt neben meinem Haus runter, wieder mal. Schön. Das ist ein gruseliger Raum. Okay, das war eine Sackgasse. Guckt mir ruhig da beim Streamen zu. Ja, beim Streamen, beim Aufnehmen. Schön. So, jetzt die nächste rechts waren wir noch nicht rein. Oh, warum ist da ein Mensch? Oh mein Gott, eine andere Person. Hi. Bist du hier alleine? Ja, mein Name ist Ali. Was ist deiner? Ellie, hoffentlich nicht Ali. Claire, wo sind denn alle? Ah, ich liebe diesen Namen. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ich hatte überhaupt keinen Besuch. Warte, du hast hier niemanden gesehen? Nein, seit einiger Zeit nicht. Was ist denn hier los? Ach, komm schon, Claire. Du siehst nicht sehr verängstigt aus. Bist du immer allein gelassen? Nicht immer. Mami und Daddy müssen arbeiten, also kann ich hier bleiben. Aber sie besuchen mich immer, wenn sie Zeit haben. Und die Doktoren und die Krankenschwestern sind echt wirklich nett. Sie kommen hier rein und spielen mit mir jeden Morgen. Es ist wirklich lustig. Aber ich bin bereit, nach Hause zu gehen. Wie lange bist du schon hier? Ich weiß nicht. Du solltest vielleicht mit mir mitgehen. Vielleicht können wir auch eine Krankenschwester finden. Ich würde gerne Claire, aber kann nicht aus dem Bett. Siehst traurig aus. Oh, nein, nein, alles in Ordnung. Sei nicht traurig. Ha, ich frage mich. Dann sag es mir doch. Das ist wie bei Two Dog mit dem Candy. Ich darf eigentlich keine Süßigkeiten essen. Aber ich fühle mich echt super. Das heißt, wenn du welche findest, kannst du mir welche geben? Klar, ich habe sogar Candy. Claire, ich habe Candy gefunden. Oh mein Gott, ja. Hier. Ich hoffe, es tut meinem Bauch nicht weh. Gut. Super. Du bist die Beste, Claire. Ach, dann ist schon in Ordnung. Hey, Claire. Was ist denn, Ellie? Denkst du, ich kann jetzt nach Hause? Ich weiß es nicht. Oh, okay. Ich vermisse Mama und Dad wirklich sehr. Wenn sie mich besuchen kommen, dann schlafen sie normalerweise da hinten in den Stühlen. Ach, lass es nicht so nah an dich rankommen, Ellie. Sie lieben dich wirklich sehr. Ach, ich weiß. Ich wünschte, sie müssten nicht so viel arbeiten. Vielleicht können sie ja jetzt eine Pause machen. Ellie? Wie bei Murdered Soul Suspect.
Erledigte Aufgabe. Wow, das wollte ich zwar in diesem Räumchen eigentlich nicht erreichen, aber cool. Es ist blockiert. Ja, gut. Wo kann ich denn noch hin? Von hier aus offensichtlich nirgendwo. Aber jetzt ist die Frage, wo kam ich her? Was sind denn diese gelben X's? Ist es blockiert oder sind das Vents? Weil wenn das ein Vent ist, dann müsste ich jetzt die nächste rechts. Wäre ich nicht auch blockiert? Also dann hier. Dann bis zum anderen Ende. Ist aber wieder falsch. Und dann hier. Und dann hier lang. Ja, das sind wirklich Vents. Okay, das ist super. Weil dann, wenn ich jetzt den Gang lang gehe, die letzte rechts. Oh. Und ich bin in einem neuen Gebiet. Okay, das ist super. Oder auch nicht. Das wird sich noch ausstellen. Überall diese schrecklichen Bilder an der Wand. Nicht gut. Wollte nur die Batterie. Warte mal, da waren ja noch Sachen, wo wir auch nicht drin waren. Gut. Dieser Raum macht mir Angst, einfach nur, weil er mir keinen Sinn macht. Aus diesem Raum soll es angeblich eine Tür geben. Also noch eine Tür. Nicht die. Hä? Das hat irgendwie keinen Sinn. Die Türe geht nach links, aber ich komme irgendwie rechts raus. Okay. Dann ist das halt so. Der Diatrix ist halt in die andere Richtung, aber egal, da ging es nicht weiter. Eeyore weiß ich nicht, was ist. Ron, hide. Du kannst sie nicht finden. Keine Ahnung, was das war, aber es ist ganz gut, dass daneben direkt eine Tür war. Da waren wir schon mal. Hä? Ah, wir können zu der Tür mit dem Lockpick, oder was?